Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Ja, es hat daran gelegen, dass wir halt von der ersten Minute an nicht so in die Zweikämpfe gekommen sind, wie wir uns das ursprünglich vorgenommen hatten. Wir wollten die Jungs von Dortmund einfach beeindrucken, auch mit unserer kompakten, aggressiven Spielweise. Das haben wir leider nicht geschafft. Und nach dem ersten Tor dann, das war auch bezeichnend, mit einer Flanke, sind wir dann nicht sicherer geworden. Wir haben es dann in der zweiten Halbzeit, gerade zu Beginn, haben wir in der Halbzeit nochmal angesprochen, dass wir einfach aggressiver sein müssen, dass wir auch mutiger sein müssen im Ballbesitz. Das haben wir dann zu Beginn der zweiten Halbzeit besser gemacht. Aber nicht so, dass wir uns halt hätten mehrere Torschancen erspielt. Wir hatten einige Möglichkeiten, die dann aber nicht zum Torerfolg geführt haben. Und haben dann hinten raus dann nochmal diese beiden Tore bekommen, wo man dann eben auch gesehen hat, wenn man denen zu viel Platz lässt, mit welchem Tempo und mit welcher Zielstrebigkeit sie dann eben diese Tore erzielen. Ja, wir müssen in erster Linie auch alle ehrlich zueinander sein. Ja, haben wir alles getan, um mit der hundertprozentigen Einstellung in das Spiel zu gehen? Das kann immer mal passieren, das muss man sagen. Aber wir werden es auch jetzt kommende Woche im Training wieder ganz klar ansprechen, werden versuchen, Dinge umzusetzen, die wir dann einfach auch besser machen müssen, um dann eben nächste Woche wieder eine bessere Leistung zu zeigen. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.